Bezugnahme von Bildern auf andere Bilder. Mit seinem zentralen Prinzip der Kombination und Konfrontation von Bildern und natürlich auch Tönen ist das Filmische, wie ich denke, ein bevorzugter Ort dieser Form des Denkens. Sein besonderes Potenzial liegt dabei in der Kapazität, durch künstlerisches Arrangieren und Konstruieren von sichtbar Konkreten, nicht Sichtbares und auch Abstraktes möglicherweise erfahrbar zu machen. Das Zusammenspiel visueller und akustischer Formen und deren Integration und Desintegration in der Montage befähigen dabei zu komplexeren Denkbewegungen und epistemischen Operationen, als es jeweils nur einer dieser Formen allein möglich wäre. Insbesondere die Möglichkeit der zeitlichen Modulation des Zusammenwirkens dieser Formen im Filmischen erlaubt in außergewöhnlichem Maße eine nicht widersprüchliche Kopräsenz und Koexistenz des Widersprüchlichen in der simultanen Verwirklichung unterschiedlicher Sinnzusammenhänge. Ein Beispiel hierfür liefert, wie ich meine, die Arbeit Echo in Mexiko, aus der wir gerade auch schon gesehen haben. Hier entstellt gerade die geradezu groteske Überlagerung von visuellen und akustischen Motiven und Topoi teilweise widerstreitender Formate des Hollywood-Kinos, deren subtiles Wirken zur Kenntlichkeit. Also insofern, als wir hier eine merkwürdige Mischung aus Cowboy, also aus dem Western, aus dem Kriegsfilm, sich alle in diesem Kostüm, dieser Figur und in der Verbindung mit einer Musik, die einem Rekrutierungsvideo entspringt oder entspringen könnte zumindest, also wird das so oft übereinander gelagert, dass die reine Wirkung sozusagen am Schluss dieser medialen Form sozusagen herausspringt. Die künstlerische filmische Verdichtung entlarvt dabei die Komplexitätsreduktion der verwendeten medialen Formen des Referenzmaterials als manipulative Strategie der Publikumsüberwältigung. Gleichzeitig wird dem Betrachter die eigene Prägung durch die vor Augen geführt und aufgezeigt, wie tief sich diese Formen durch die unendliche Wiederholung ins Bewusstsein einschreiben. Das kann man, also wenn man die Arbeit in Gänze sieht, ist es ganz merkwürdig, weil dieser Effekt entsteht, dass man diese ganzen Spuren, die da gelegt sind, über die Zitationen, über die Referenzen, ja, sozusagen Folgeassoziationen auslösen. Also man denkt bei jedem, angeregt durch die Musik und durch diese Bilder, denkt man immer, jetzt passiert sicher das. Es passiert im Endeffekt gar nichts. Ja? Aber man hat sozusagen sofort diese Bilder im Kopf und spinnt das automatisch weiter, weil sozusagen diese ganzen Trigger gedrückt werden. Das ist ganz, ganz erstaunlich. Also ich kann nur empfehlen, sich das irgendwie, sobald man das mal wieder zu fassen kriegt, in Gänze anzutun. Gut. Damit ist jedoch noch nicht geklärt, wie sich ein Denken im Filmischen vollzieht und wie diese spezifische filmische Reflexionsform bzw. Formen konkret aussehen. Mit Blick auf den filmphilosophischen Diskurs lassen sich zwei zentrale Theoretisierungen des Zusammenhangs von Film und Denken ausmachen, die auf die unterschiedlichen Aspekte des Filmischen referieren. Für den amerikanischen Philosophen Stanley Cavell und die Denker in seiner Tradition ist der Film aufgrund seiner narrativen Aspekte und so gilt das Interesse dann auch dementsprechend maßgeblich dem Erzählkino im Stile Hollywoods, wie gemacht für philosophisches Denken. Die zentrale These lautet, dass es sich bei den Filmen nicht etwa nur um filmische Illustrationen philosophischer Theorien handelt, sondern um eigenständige filmische Reflexionen zu philosophischen Themen und Problemen, insbesondere ethischer und lebensphilosophischer Natur. Dieses Konzept eines filmischen Denkens basiert auf der Verwandtschaft von filmischen Erzählen und philosophischen Gedankenexperiment. Grundsätzlich werden in beiden Fällen fiktive Szenarien in Form eines Narrativs etabliert. Der Zuschauer ist aufgefordert, dessen Rahmenbedingungen hypothetisch als gegeben anzunehmen, die dargebotenen Handlungen vor dem eigenen Erfahrungshorizont und den eigenen Überzeugungen zu überprüfen und daraus Schlüsse zu ziehen. Wird das fiktive Szenario als in sich stimmig anerkannt und erscheinen die Handlungen plausibel, ist Narration im philosophischen Gedankenexperiment und Film überzeugend. Das reflexive Potenzial des Films liegt hier in seiner Fähigkeit, wie ich meine, als fiktives, aber welthaltiges Gedankenexperiment in der filmischen Narration Welt nicht nur da, sondern auch herzustellen und dabei auf das Mögliche zu reflektieren. Seine mimetische Natur erlaubt es dem Film, mit dem Gegebenen zu spielen und es im Fiktiven weiterzudenken, wobei seine Entwürfe und Modelle von der besonderen Anschaulichkeit und Sinnigkeit des Filmischen profitieren. In der Arbeit von Björn Melus tritt das unter anderem, wie ich meine, in der Modellhaftigkeit der Welten zutage, die seine Figuren wohnen. Das kann man ja vorhin zu
zum Beispiel an einem Autocenter gesehen. Also diese Welten sind ausnahmslos menschenleer und auf das Notwendigste reduziert und zeigen darin eigentlich einen experimentellen und ihren experimentellen und exemplarischen Charakter, der sozusagen offensichtlich weder naturalistisches Abbild noch auf Realisierung angelegt ist. Gleichzeitig nehmen sie jedoch über vielfältige Beweise und Referenzen unverkennbar Bezug auf unsere mediatisierte Lebenswelt und entfalten über Vergleich und Kontrast, über die Differenzerfahrung, also Wirkung in unserem Denken. Das zweite Konzept, auf das ich eingehen möchte, hingegen betrachtet den Film ausgehend etwa von seiner Theoretisierung bei Gilles Deleuze als Feld, in dem sich Denken als ein eigenständiges, genuin filmisches entfaltet. Hier geht es um eine spezifisch filmische Reflexionsform, die mit neuen Bildpraktiken auch einen eigenen Modus des Denkens hervorbringt. Der Film wird dabei als Agentur verstanden, die unter Mitarbeit ihrer technischen und filmästhetischen Mittel selbstständig reflektiert. Elemente der Bildgestaltung wie Beleuchtung, Einstellungsgröße oder Schärfensetzung, aber auch filmische Formen und Konzepte wie der Achsensprung oder die Tonbildschere stellen in diesem Zusammenhang Denkbewegungen des Films dar. Auch hier entfaltet sich das Denken in der Abfolge und Bewegung von Bildern und Tönen. Es entspringt jedoch nicht deren narrativer Verkettung, sondern ihrer Konfrontation, Kollision und Bezugnahme auf andere Bilder. Das reflexive Moment liegt dabei in den Spannungen und Brüchen in und zwischen den Bildern. Aus ihnen erwächst eine Störung und Subversion des Vertrautens, die wenn nicht Wissen und Erkenntnis, doch zumindest Skepsis gegenüber vermeintlich allgemeingültigen und Selbstverständlichen hervorruft. Gerade da, wo der Film im Visuellen das Visuelle selbst verhandelt und mit Bildern über Bilder reflektiert, können so mit den Bildwelten auch Weltbilder ins Wanken geraten. Exemplarisch hierfür steht die Arbeit Deadly Storms, aus der wir vorhin ebenfalls Ausschnitte gesehen haben. Hier wird, wie Björn ja schon erzählt hat, das Medienformat Nachrichten in einer filmischen Rekonstruktion konsequent dekonstruiert. Die Arbeit zitiert das Referenzmaterial sowohl auf akustischer wie visueller Ebene, entkleidet es aber gleichzeitig jeder inhaltlichen Aussage. Es ist diese Reduktion auf die formalen Aspekte, die deren alarmierende Wirkung gewahr werden lässt und so Zweifel daran weckt, ob es tatsächlich die Nachrichten selbst sind, die uns verängstigen, oder nicht doch ihre Präsentationsform. Wie gesagt, wenn man dieser Arbeit gegenübersteht, vor allem als Neunkanalarbeit, hat das eine enorm beängstigende Wirkung, die man dann sozusagen tatsächlich als eine Erfahrung, also die Erfahrung macht, dass das eben nicht von keinerlei Inhalten eines Nachrichtenformats ausgeht, sondern dann allein von sozusagen dem Pitch der Sprache, von der ästhetischen Aufarbeitung sozusagen dieses Bildmaterials, von der Bewegung, die im Bild ist, von diesen immer wieder eingeschnittenen, dem Weltball, der sich dreht, den Flash, die sozusagen durchlaufen. Und das macht einfach, also erhöht einfach einen Druck, und das ist sozusagen eine ganz klare, ganz deutliche Erfahrung. Während also das erste Modell das Gedankliche in der Narration verordnet, ist es im zweiten Modell maßgeblich an die ästhetische Form delegiert. Als filmische Modi des Denkens stehen sich dabei die Konstruktion möglicher Welten als das imaginierende Experimentieren mit Alternativen und das Hintergehen und der bewusste Bruch dieser Konstruktion im Ästhetischen gegenüber. Im Kern geht es also um die Spekulation, den virtuellen Weltentwurf, der Wirkung im Denken zeigt, ohne real zu werden. Auf der einen Seite und den Zweifel als produktive Praxis der Verunklarung und der Befreiung von Überzeugungen auf der anderen Seite. Das Denkregime des Films zeigt sich, wie ich meine, gerade in der konstanten Bewegung zwischen diesen Polen, zwischen narrativer Vermittlung und visueller Unmittelbarkeit, zwischen Art repräsentativ und Art Ästhetik. Als die Kombination beider Aspekte macht den künstlerischen Umgang mit dem Filmischen zu einer eigenständigen Reflexionsform, die Wissen im Prozess der Darstellung herstellt und in der Herstellung darstellt. Bleibt die Frage, was ein solches Wissen als Produkt eines künstlerischen Umgangs mit dem Filmischen charakterisiert und wie es sich von den Resultaten anderer epistemischer Praktiken unterscheidet. Laut Emmanuel Levinas verfügen wir mit der Kunst über einen eigenen Erkenntnismodus. Mit ihm vollzieht sich, wie der französische Philosoph allerdings mit Blick auf die Literatur schreibt, und ich zitiere, ein Heraustreten aus der Welt des bereits Erkannten und Machbaren, damit etwas Unbekanntes, Fremdes in einem exponierenden Sinn erscheinen kann.
Hierauf zielt auch der filmische Modus des Denkens ab, wenn er mittels des Zweifels Gewissheiten zerstört und gesicherte Erkenntnisse hintertreibt und so im Vertrauten eine Fremde artikuliert. Und wenn er spekulierend die Grenze von Wissen zu Nichtwissen überschreitet und so das Wirkliche erweitert. Das Denken wird hier mit dem konfrontiert, was sich ihm entzieht und gleichzeitig das Ungedachte ins Denken versetzt. Das Befremden, die oftmals unauflösliche Verwirrung, die damit einhergeht, ist Teil des epistemischen Prozesses, der Realisierung von Erkenntnis im Übergang vom Denkbaren zum Undenkbaren. Das Wissen, das so entsteht, ist weniger Beitrag zu einem positiven Wissensbestand als das Werden einer Erfahrung. Es ist offen, insofern es sich in offenen Wissensobjekten formiert, aber in diesen keinen Abschluss findet. Es ist situiert, soweit es sich von den eigenen Anliegen und Interessen leiten lässt und eine partikuläre Perspektive einnimmt. Es ist wild, soweit es sich nicht im begreifenden Verstehen erschöpft, sondern experimentierend auf die Erkundung des Unvorwegnehmbaren ausrichtet. Und zu guter Letzt ist es unsicher, insofern es keinen Anspruch auf Objektivität erhebt und sich der Verallgemeinerung widersetzt. Vielen Dank. Ja, wie wollen wir es machen? Vielleicht auch erstmal öffnen oder hast du konkret Fragen? Hast du konkret Fragen? Ja, es sind so ein paar Begriffe gefallen. Die, weiß ich nicht, produktive Praxis der Verunklarung. Vielleicht den Begriff direkt, um mal rein zu stolpern nochmal. Also das, vielleicht dazu nochmal ein bisschen was. Sagst du, also in welchem Zusammenhang du diese Form siehst jetzt, also speziell auf die Mikros. Ach, Entschuldigung. Ja. Naja, also ich meine, also erstmal in einem ganz praktischen Sinn, dass das, also bei in deinem Fall jetzt gerade zum Beispiel über diese Überlagerungstechnik, ja, von Motiven, du sozusagen dort, wo das mediale Formen sind, die eben eigentlich eine Komplexitätsreduktion bedeuten, indem wir sie sozusagen erkennen und uns sparen können. Ja, also wenn man jetzt mit nochmal auf Rainer Leschke und die medialen Formen zurückkommt, eine Großform wie ein Genre transportiert, ein bestimmtes transportiert sozusagen den ganzen Batzen an Informationen, den du, wenn in dem Moment, in dem du als Zuschauer zum Beispiel einen Western dir anguckst und den als Western erkennst, sofort mitdenkst. Ja? Das ist sozusagen etwas, was selbstverständlich mitgeht. Und in dem du sozusagen über diese Überlagerung von Motiven, ja, das sozusagen hintertreibst, ja, und wir trotzdem gebunden sind an diese, an das Wiedererkennen, ja, entsteht etwas, was ich eine Verunklarung nennen würde. Ja? Weil wir eigentlich denken, ja, das ist doch genau das, was wir, ja, was wir immer haben, was wir sehen, und genau, ja, und so muss es funktionieren. Ich meine, das ist das, was ich meinte vorhin in Bezug auf Edge und Mexiko. Ja? Dass du hast sozusagen diese. Ja, du hast dieses Moment von Erkennen, ja? Du hast die Dramatik der Musik, die dich denken lässt. Weil du so viele von diesen Filmen gesehen hast, die mit diesen Formen operieren, ja. Ja, dass du immer denkst, ja, okay, jetzt muss der Feind doch mal um die Ecke kommen. Und dann gibt es irgendwann diesen Schnitt auf die menschenleere Stadt. Ja, und du denkst, okay, jetzt muss er aber in diese menschenleere Stadt reiten. Aber nie passiert das. Ja? Und das ist sozusagen etwas, was ich als Verunklarung beschreibe, aus der dann wieder sozusagen die für mich eine Quelle sozusagen von neuem Denken, anderem Denken von Wissen eben im Endeffekt sein. Es ist auch ein nicht eingelöstes Versprechen, gewissermaßen. Jetzt, wenn du sagst, also mit in die Stadt reiten und das passiert eigentlich nie, es wird immer etwas angekündigt, es kommt nicht, es kommt nicht. Du musst nur gerade so lachen, weil in Autocenter Drive jedes Mal, wenn die Realitätsebene sich ändert, dann ist das Geräusch eines Flugzeugs zu hören. Und das ist signifikant, wenn es umschaltet sozusagen. Ja, gibt es, vielleicht öffnen wir das gleich. Fragen aus dem Publikum. Ja. Ich soll mal einfach so was sagen.
Ja, vielen Dank für die zwei sehr schönen Präsentationen. Erstmal, was mich interessieren würde, um vielleicht auch gleich wieder auf diese ganze unsicheres Wissen und Spekulationsgeschichte zurückzukommen, ich fand es super schön, jetzt dieses Triptychon, das wir zum Schluss gesehen haben, wo der einzige Loop, den wir die ganze Zeit hatten, ist zu sagen, this is breaking news, it's pure speculation, we know nothing. Irgendwie so. Was jetzt irgendwie, ist das das, worauf du hinaus willst, wenn du sagst, es ist einerseits eine Praxis der Verunsicherung, aber ist es auch gleichzeitig Film oder Fernsehen als epistemische Praxis oder als spekulative Praxis, oder bin ich da auf dem Holzweg? Nee, gar nicht eigentlich. Also, wie gesagt, für mich haben sich in dem erneuten Beschäftigen mit Björns Arbeit diese zwei Pole rausgemacht. Also einmal, weil das ist, was ja auch gar nicht üblich, sozusagen gar nicht unbedingt so verbreitet in der Videokunst ist, dass Björn tatsächlich auch narrativ arbeitet. Ja? Also das heißt auf jeden Fall dieses narrative Element, das aber selber irgendwie auch wieder als einen Bruch funktioniert und eben diese Verschiebungen vornimmt. Und für mich eben diese Fremde im Vertrauten, also dieses Artikulieren einer Fremde, von etwas Fremden im Vertrauten. Und als die eine Figur, ja, und das andere eben dieses Brechen im Ästhetischen. Ja, aber mit, wenn du diese Figur des Gedankenexperimentes nimmst, damit hast du sozusagen immer einen. Für mich ist das eine Form, also ist Spekulation auch eben eine Form der Narration. Ja? Also indem du diese Figur des, stell dir vor das. Ja? Und da wäre sozusagen für mich, in der Vermischung dieser beiden Elemente wäre für mich auch dieses spekulative Moment. Nee, weil es ist ja eben sehr auffallend, dass, wie du es auch beschrieben hast, dass sich ab 2001, ab 9/11, ja, eine bestimmte Newspraxis umändert und auch verstärkt dieser Begriff der Breaking News erstmal kommt. Also, ja, also schon eigentlich ein epistemischer Bruch, ja, ist, wenn man so will. Also, ja. Und gleichzeitig dadurch eigentlich News, Nachrichten werden nicht mehr das, also es wird nicht mehr über eine bestehende Situation aufgeklärt, sondern es ist ein Prozess der Verunklärung. Es ist ein Prozess der Verunklärung, also unbedingt. Und dazu haben wir gerade zuletzt das Beispiel gehabt mit Flug MH370. Ja, genau. Eine unglaubliche, also ich bin in der Zeit viel gereist, ich hatte viel Hotelzimmer, Fernsehen geguckt, also das war so über die Tage, wie sich das absolut spekulativ und meistens, und das Interessante daran ist, dass, also so war das auch dort, dass dann so nach einer Woche reden sie in den Medien selber darüber, dass sie darüber reden. Mhm. Und wie sie darüber reden, also das die Spekulation wird selbst zum Thema innerhalb, um einfach noch weiterzumachen. Die Kritik der Spekulation. Und die Kritik der Spekulation. In so den Medien, eine Medienkritik stattfindet, insofern sagt, hier wird zu spekulativ damit umgegangen. Also die Nachrichten, die wir bekommen, sind reine Spekulationen. Dann geht es aber weiter, wie man sozusagen das besser machen kann. Was dann auch wieder so ein Kreislauf ist. Und das ist tatsächlich also schon ein sehr starkes Phänomen des 21. Jahrhunderts und eben auch, also für mich war es so, dass ich habe in der Zeit, also am 11. September habe ich in New York gelebt und habe angefangen täglich in der Fernsehnachrichten aufzuzeichnen über mehrere Monate und später das dann auch fortgesetzt, nicht mehr in dieser Regelmäßigkeit, nicht mehr in der Täglichkeit und dann auch diese Veränderung auch hin zur Unterhaltungskultur, also das heißt mit diesen ganzen Slogans so und so America at War, die dann da reingeflogen kamen und das schön. Und dann ist das plötzlich, als ob sich wirklich was reingefressen hat in diese Oberfläche und das ist tatsächlich so gewesen, dass Fox News in der Zeit, also Rupert Murdoch, das als leitendes News Network die CNN abgelöst hat und gerade vor allem durch diese Form der Oberfläche, dass diese ganzen Bildelemente oft dann auch noch, die haben ja auch noch Soundeffekte, wenn die dann durchs Bild fliegen. Und sind vor allem nicht mehr statisch. Die sind nicht mehr statisch, nichts ist mehr statisch. Alles dreht sich, alles bewegt sich. Und dann hinzu kommt ja auch noch, dass also dadurch, dass mehrere Menschen in einem virtuellen Raum gleichzeitig sich miteinander unterhalten, das ist genau etwas, was wir vielleicht früher über Schuss gegen Schuss, also in Talkshow-Situationen aufgelöst haben. Plötzlich sitzen die alle drei nebeneinander und sie starren uns als Betrachter in die Augen, aber reden miteinander. Also das ist, als ob wir als Spiegel nun diesen Blick durch uns durchreflektieren.
was ich eben auch sehr interessant finde, also was ja sowieso nochmal eine Besonderheit des Fernsehens im Gegensatz zum Film ist, dass wir eben direkt angesprochen werden. Aber was ich immer wieder bei mir in meinem filmischen Werk auch habe, dass natürlich eben dieses aus dem Rahmen fallen, aus diesem Bild rausfallen und plötzlich guckt dann doch einer der Betrachter immer wieder ins Publikum und gibt nochmal so seinen Kommentar ab, also ganz nach Brecht, nach den Brechtschen Theatern und um dann wieder zurückzugehen, also in die Geschichte. Also sie reflektiert sich auch selber immer wieder in kurzen Momenten. Mich würde interessieren, diese ganzen Audioversatzstücke in den verschiedenen Arbeiten. Das ist eine relativ banale Frage, aber kommen die aus eigener Erinnerung oder kommen die aus Research zu dem jeweiligen Thema? Also guckt man sich den Film an oder kriegt man ein anderes Film an oder benutzt man selber seinen Erinnerungsschatz? Oder wird man es ist gemischt, also oftmals ist vielleicht ein Film, der aus der Erinnerung kommt, ein Auslöser, ein Anfang. Dann fange ich an, weiter so über dieses, den Zusammenhang zu forschen und dann bestelle ich mir wahnsinnig viel Material und sitze Tage und Nächte und Monate da und schaue das und vor allem höre mir das Material durch, weil das muss man einfach in Echtzeit machen. Im Gegensatz zum Sehen kann man heute noch in Fast Forward hören, leider noch nicht. Das verschachtelt. Also wenn es zumindest das erste dann aus der eigenen Erinnerung kommt, dann verschachtelt sich das dadurch. Ne? Ja, das ist quasi dann so, was halt auch total interessant ist, weil dann eigentlich der Ursprung davon genau das gleiche ist, was es auch auslöst. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Arbeiten oft gesehen, so in der so Filmschule, und ich finde die sehr unangenehm, weil die genau das machen, was du, glaube ich, eben gesagt hattest, dass sie halt, oder ne, du bist nicht gut. Dass die halt so die Erinnerungen auslösen, das ist aber nicht so richtig auf. Es triggert zwar, es löst es aber nie auf. Mhm. Das ist total unangenehm, das ist so eine interessante Art. Also man merkt, es macht halt irgendwas falsch, absichtlich, was halt ne, also ein normaler Film nie machen würde. Was halt wirklich eine relativ körperliche Reaktion auslöst, was also dann natürlich total erfolgreich ist für das Kunstwerk. Weil dann, das ist natürlich dann ein Einfluss halt auf den Betrachter. Ne? Mhm. Aber es hat natürlich auch mit der auch mit den Erinnerungen oder den kollektiven Erinnerungen zu tun, die wir alle vielleicht in dieser Welt haben, in der wir aufgewachsen sind. Ich habe eben vor einigen Jahren ein Programm, also innerhalb von zwei Abenden meine Arbeiten in Damaskus vorgestellt, in Syrien, und dann musste ich doch feststellen, dass das ganz anders rezipiert wurde, weil eben dieser Erinnerungsschatz, auf den wir zugreifen können, eben einfach dann nicht da ist und das Ganze trotzdem funktioniert haben. Sie haben anders psychologisch vielleicht über die Geschichten, die Sie erzählen, zwischen diesen Akteuren funktioniert, und da sind natürlich sehr viele Fragen gekommen, natürlich auch zu der Gender-Thematik etc. Also die waren auch nicht uninteressiert, sondern die haben ganz einfach andere Fragen gestellt, und das fand ich sehr interessant auf einmal. Okay, vielleicht noch eine letzte Frage? Ich dachte 54 haben wir die Pause, oder? Nee, aber ihr habt eine Stunde und also, dann noch jemand anders. Okay. Entschuldigung, eine Stunde zu zweit. Ich habe euch geguckt, weil wir ganz pünktlich sein, wie geplant. Ich hätte nur eine Frage zu, was du erwähnt hast, zu dem auch in Bezug auf Artistik Research, was wir vorhin schon mal gehört haben. Ich meine, ist das ein filmisches Denken drin stattfindet und produziert dieses filmische Denken Wissen analog zu anderem Denken, kritisch-rationalem Denken, logischem Denken, ich weiß nicht genau, designerischem Denken. Ist das, was Wissen produziert, oder wie genau findet die Wissensproduktion hier statt, weil du den Begriff epistemisches Also sagen wir mal so, ich glaube, ich bin noch nicht so weit, das abschließend zu beantworten, aber ich denke daran, was mich interessiert und wonach ich sozusagen suche, ist tatsächlich, ob es sozusagen in, spezifisch jetzt im künstlerischen Umgang mit filmischen Mitteln, ob sich
auch über diese philosophischen Konzepte des Denkens im Film, das ist sozusagen mein erster Zugang, aber die dann sozusagen in Zusammenhang zu bringen mit den künstlerischen Arbeiten, zu schauen, ob es Muster gibt, dieses filmischen Denkens und dann im Endeffekt auch nachzuschauen, was kommt bei diesem Denken raus und wie entfaltet sich dieses Denken. Und meine Intuition sagt mir, dass es vermutlich auch ein anderes, eben wie ich mich am Schluss ja formuliert habe, ein anderes Wissen sein müsste, was dabei rauskommt. Also, dass ich tatsächlich sozusagen insofern um eine andere epistemische Praxis handelt, die aber auch zu einer anderen Form von Erkenntnis und von Wissen führt, die ja, sich jedenfalls nicht eins zu eins mit dem wissenschaftlichen, mit dem Wissenschaft oder der Definition der wissenschaftlichen Wissen erfassen lässt. Wissen entsteht durch eine andere Form von Denken. Das wäre ja sozusagen so der Pfad, den ich hier versuche zu folgen. Oder? Ja, gut, dann schließen wir es damit ab.